Augenbrauen noch so gut aus? What is happening? What is happening to the Augenbraue? Tell me. So? Jetzt ist die eine höher als die andere, oder? So Augenbrauenstruggle ist real. Jetzt werden die immer dicker. Fuck. Wenn die eine so ausrastet, muss die andere mitziehen. So ist das an Freundschaften. Ich tue einfach so, als wenn es genauso sollte. Und daher kommt eh der Pony rüber. Hello, heute ist Freitag und mir tut alles weh. Mir tun die Hände weh, mir tut der Rücken weh, mir tut der Hintern weh. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich vom Squatten gestern. Ich habe gestern in einer Ruckaktion das Arbeitszimmer umgestaltet. Ich bin morgens aufgestanden und dachte, cool, ich habe heute eigentlich laut To-Do-Liste nichts zu tun, weil ich schneller war, als ich dachte. Was mache ich denn heute dann eigentlich? Theoretisch könnte ich das Arbeitszimmer umgestalten. Ich habe nämlich ja vor 2-3 Wochen mit Christina, das habt ihr in dem Vlog gesehen, das Wohnzimmer umgestaltet. Und sie hat mir ganz, ganz, ganz viel verraten, wie sie rangeht an Sachen und welche Sachen sie so beachtet in, für Inneneinrichtungen und so. Und es ist ja immer total Geschmackssache. Also ich bin ja jetzt auch niemand, der glaubt, dass es da irgendwie generelle Regeln gibt. Aber ich glaube schon, dass je nachdem, was einem gut gefällt, man da so das eine oder andere beachten kann und so mit Kleinigkeiten tatsächlich ziemlich große Effekte erzielen kann. Ich habe ganz, ganz viel aufgesogen von dem, was sie gesagt hat und habe immer mal wieder auch gesessen und überlegt, okay, cool, dann könnte ich als nächstes das Arbeitszimmer machen und habe dafür auch Möbel bestellt und so ein Konzept mir überlegt und Deko besorgt und so weiter und habe gedacht, irgendwann so Stück für Stück mache ich das. Und dann hat es mich gestern gerappelt und ich habe gedacht, so, ich mache jetzt heute einfach das komplette Arbeitszimmer. Und dann habe ich meine Leggings angezogen und habe gedacht, auf geht's. Ich habe es auch für euch gefilmt, das heißt, das könnt ihr euch dann auch bald auf YouTube hier angucken. Ich habe Dinge getan, die super easy sind, streichen und Co., aber ich habe auch tatsächlich was gebaut, bei dem ich dachte, mir rutscht das Herz in die Hose. Und ich habe bis heute Nacht um 2 gearbeitet und gebaut und verschoben und natürlich alles leise. Ich habe die lauten Sachen bewusst auch gleich am Anfang des Tages gemacht, weil ich einfach die besten Nachbarn der Welt habe und ich hier niemanden im Haus stören wollte. Die sind sowieso schon so verständnisvoll mit Vimi. Wenn der hier rumrennt oder mal im Hausflur weint oder so, sind alle immer so, ach, mach doch nicht, und ist doch nicht schlimm und er ist so ein kleiner Süßer und ich will auf keinen Fall hier irgendwen unglücklich machen. Wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle Hausgemeinschaft, muss ich auch mal dazu sagen. Das macht für mich auch ganz, ganz viel von dem Wohlbefinden hier im Haus aus oder überhaupt in dieser Wohnung. Dass ich einfach weiß, wenn ich aus der Tür gehe, sind hier keine Idioten im Haus, sind alle nett und freundlich, alle mögen Vimi, keiner ist irgendwie angenudelt, weil der Kurze eben auch mal, keine Ahnung, hier in der Wohnung rumgrölt oder wie auch immer, wobei ich auch da ehrlich gesagt immer sehr darauf achte, dass wir zu Hause einfach eine andere Lautstärke haben als draußen. Und am Ende ist es, glaube ich, so ein bisschen so gegenseitige Rücksichtnahme. Ich weiß ja noch ganz genau, wie es ist, unter einem Kind zu wohnen, was nie Nein hört und für das alles okay ist. Da war ich einfach, und da bin ich wahrscheinlich auch empfindlich, aber da war ich einfach überhaupt nicht glücklich, weil ich das Gefühl hatte, ich bin dem so ausgeliefert und die Eltern haben einfach kein Interesse daran, irgendwas zu machen. Inzwischen ist der Kleine wahrscheinlich groß und alles ist schick, aber das waren eigentlich so 3 Jahre, wo ich dachte, ich flippe gleich aus. Warum muss der 4 Stunden lang von der Couch hüpfen mit Arschbombe auf dem Boden und ich sitze immer darunter, rums, 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 und meine Lampe wackelt an der Decke. Also das fand ich zwischendurch echt nicht so geil. Von daher habe ich das auch immer im Kopf und versuche da einfach eine gute Balance zu finden zwischen Vimi muss spielen dürfen und sich bewegen dürfen und auch mal kurz laut sein dürfen, aber eben auch ihm Rücksicht beibringen, denn man ist nicht allein auf der Welt. Und das finde ich persönlich sehr wichtig. Und deswegen habe ich gestern natürlich auch darauf geachtet in meinem Ablauf, dass ich möglichst zusehe, dass ich die Sachen, die laut sind, so früh wie möglich am Tag mache und auch die Mittagspause ausspare und so weiter. Und es hat ganz gut geklappt. Die letzten Bretter habe ich an die Wand gebracht mit der Hand, weil es einfach alles andere wäre viel zu laut gewesen. Das merke ich heute. Ich habe 2 dicke Blasen in der Handinnenfläche. Aber es war es wert. Ich liebe das Arbeitszimmer. Es ist so viel schöner als vorher. Ich weiß, ganz viele warten. Bei mir kommen immer so Nachrichten an. Ich bin heute natürlich dementsprechend platt, aber ich bin auch sehr, sehr happy, weil gerade im Arbeitszimmer bin ich natürlich viel und wenn ich da einen Raum habe, der einfach sich gut und gemütlich anfühlt, macht mich das sehr glücklich. Ich im Grunde nur noch in der Wohnung wieder so ein bisschen Klarschiff machen. Ich habe sehr viel Altpapier gesammelt, weil natürlich, wenn man unter anderem bei IKEA Möbel bestellt, ihr werdet das kennen, hat man dann immer so viel Pappe, das heißt, das fahre ich nachher noch weg zum Wertstoffhof, dass ich das aus dem Weg habe und räume hier auf und fahre einkaufen, dass für Montag dann auch alles wieder vorbereitet ist für mein Schatzekind. Morgen kommt Natascha, da wollen wir uns hinsetzen und ein bisschen Podcast-Planung machen und Fotos gucken. Wir haben nämlich neue Fotos gemacht für Banner und so weiter. Wir wollen so ein bisschen was umstellen und da freue ich mich schon sehr drauf, die einfach mal durchzugucken, weil ich noch gar nicht reingeguckt habe und nicht weiß, wie die aussehen und ob da überhaupt schon was dabei ist. Manchmal macht man ja auch Shooting und stellt hinterher fest, nee, irgendwie
Das war's nicht. Wir müssen nochmal neu ran. Aber ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich liebe diese Arbeit am Podcast. Es macht so viel Spaß. Es hat mir jetzt echt gefehlt, die Wochen, wo wir jetzt nichts gemacht haben. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, dass es da weitergeht und die Ideen einfach so auch mit jemand anderem einfach zusammen zu entwickeln und wirklich nicht so ein Gefühl zu haben wie, okay, wenn ich jetzt eine Idee äußere, muss die gleich perfekt sein, sondern wirklich brainstormen zu können. Ich habe das Gefühl, Brainstorming hat man so ein bisschen verlernt. Heutzutage geht es immer darum, dass irgendwer irgendeine Idee äußert. Und dann wird die genommen oder nicht. Und Ideen, die man so halb fertig im Kopf hat, äußert man schon gar nicht mehr, weil man denkt, alles, was man sagt, muss gleich perfekt ausgedacht sein. Aber dafür, finde ich, ist Brainstorming da, dass man auch manchmal so Gedanken in die Runde wirft und auch wenn die nicht ausgereift sind, einfach mal drauf rumdenkt, die durchspielt, um zu gucken, ob man vielleicht irgendeinen Aspekt davon nehmen kann. Ich finde, da kommt man immer sehr viel weiter, als wenn man immer versucht, gleich von vornherein die perfekten Ideen zu haben. Ich finde, man darf auch manchmal eine Idee äußern und dann lachen alle in der Runde, weil es vielleicht gar nicht so klug war. Und es geht mit Natascha sehr, sehr gut. Da freue ich mich morgen sehr drauf. Ansonsten habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich das Vloggen verlernt habe. Ich habe das irgendwie nicht mehr ganz so in meinem Alltag drin, nicht weil es mir keinen Spaß macht. Ich liebe Vloggen eigentlich. Eigentlich mag ich das total gerne, Momente einzufangen und so weiter. Aber es war in den letzten Wochen tatsächlich ein bisschen viel Zeug, so dass ich das Gefühl hatte, ich komme nicht so richtig hinterher und ich musste auch manchmal dann für mich und für meine Birne so ein bisschen mehr im Moment sein und nicht darüber nachdenken, was davon kann ich jetzt filmen, aus welcher Perspektive und so weiter. Aber das sind immer so Phasen, das kommt und geht, genauso wie Kreativität eben, das habe ich sehr langsam gesagt, da war kurz mein Hirn weg, habt ihr das mitgekriegt? Genauso wie Kreativität ja auch kommt und geht und manchmal hat man Phasen, da weiß man gar nicht, welche Idee man zuerst umsetzen soll. Manchmal hat man Phasen, wo man da sitzt und denkt, ich mache mir, glaube ich, mal ein Brot. Ich habe das Gefühl, momentan ist auf YouTube so ein bisschen alles langsam, weil es nicht so viele Videos gibt. Aber ich filme unfassbar viel. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird jetzt eine Phase kommen, wo ich irgendwie wochenlang nichts drehen muss, weil ich so viel vorgedreht und vorproduziert habe und so viele Videos gemacht habe, die so in 1000 Teilen bestehen. Aus 1000 Teilen bestehen, reden kann ich auch nicht mehr. Dass es dann echt auch wieder ja andere Zeiten gibt. Aber aktuell ist das, wie es ist. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit, um Sachen auch zu entwickeln. Ich habe mir jahrelang die Zeit nicht genommen, weil ich immer dachte, nee, du musst was raushauen. Und die Leute warten ja auch jetzt nicht nur auf YouTube, sondern eben auch in meinem anderen Job, dass ich eben manchmal dachte, ich muss jetzt irgendwas raushauen. Aber ja, manchmal ist es gut, wenn man sich Zeit nimmt, Sachen wirklich entstehen zu lassen und eben auch akzeptiert, dass in der Zeit, wo man gerade umsetzt, eben nichts passieren kann. Dann ist das so. Dann hat man eben gerade die Phase, wo man mehr produziert und das Rauswerfen kommt dann später. So ist es. Ansonsten ist einfach auf allen Ebenen viel los. Vimi wächst wie Sau. Wir sind so konzentriert darauf, hinterherzukommen damit, was er alles Neues kann und lernt und so. Es ist manchmal echt krass, wenn ich zu Fritz gehe am Mittwoch beispielsweise und wir essen zusammen Abendbrot mit dem Kurzen und ich komme am Freitag wieder, sieht mein Kind anders aus. Es ist so krass, wie was der für Sprünge macht momentan. Kommen wahrscheinlich auch wieder andere Zeiten, wo es dann länger einfach nicht so viel Bewegung gibt. Aber jetzt gerade ist es krass, dass er wirklich von einem Tag auf den anderen plötzlich eine andere Gesichtsform gefühlt hat und nochmal in die Höhe geschossen ist. Das ist wirklich, das wird ein großer Mensch. Das hat uns damals der Arzt schon gesagt, als Vimi relativ frisch geboren ist. Und haben wir beide laut gelacht, weil wir ja beide keine großen Menschen sind. Aber inzwischen glaube ich ihm. Die größte Herausforderung aktuell ist einen Gewerberaum finden in Berlin. Das ist wirklich gar nicht so einfach, weil wir jetzt tatsächlich das allererste Mal, seit es Kalender gibt von mir, dauerhafte Produkte im Sortiment haben wollen. Ich habe so viele Ideen die letzten Jahre über gehabt und immer wieder gesammelt, weil ich dachte, das kriegen wir eh nicht umgesetzt. Ich habe mir gerade schwarzen Alter, ja, bin ich am Start oder was mache ich? Ich habe einfach immer wieder Ideen gehabt für Sachen, die ich so gerne umsetzen wollte. Und es gibt Sachen, von denen ich immer noch nicht weiß, wie man das umsetzt. Keine Ahnung, wenn man Sachen noch nie gemacht hat, ist klar, dass man erstmal dasteht und denkt, wen muss ich denn da fragen? Wie produziert man sowas? Keine Ahnung. Das gibt eben, was das angeht, immer wieder Situationen, an denen ich von vorne anfangen muss. Aber ich habe so Bock drauf, einfach mal mir zu erlauben, ein paar Sachen umzusetzen. Und ich habe dafür bewusst auch ein bisschen Gewinn sozusagen vom Kalenderbusiness zur Seite gelegt, um das einfach investieren zu können. Das ist auch so eine Sache, die ich vorher nicht wusste. Wie macht man sowas? Ich hatte noch nie ein Business. Ich weiß nicht, was man da beachten muss. Und wir machen mit Sicherheit auch hier und da noch Fehler. Aber insgesamt, ja, ist es irgendwie auch cool zu lernen, was man beachten muss und so weiter. Und ich bin absolut kein Zahlenmensch. Ich muss mich da wirklich immer sehr reinkämpfen und bin froh, dass Fritz da wirklich auch einen guten Überblick hat und sehr klug mit Zahlen ist. Da, glaube ich, ergänzen wir uns ganz gut. Aber ja,
Das sind so Momente, in denen man wächst. Schritt 1 ist aber erstmal einen Gewerberaum zu finden, den wir nicht nur für 2-3 Monate mieten dürfen, sondern eben auch was für lange. Ich hoffe, dass wir was Schönes finden. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass es ästhetisch hübsch sein muss. Es muss einfach funktional und bezahlbar sein. Natürlich würde ich auch wahnsinnig gerne irgendwie ein super schickes Büro einrichten und da Mitarbeiter haben oder so. Das ist, glaube ich, so die Vision für in 5, 6, 7, 8 Jahren, weil ich einfach schön finden würde, wenn ich Arbeitsplätze schaffen würde, könnte, mit Ideen in meinem Hirn. Aber ja, das ist momentan einfach noch Zukunftsmusik. Gerade brauchen wir was Funktionales, wo wir Sachen unterstellen können, was trocken ist und Strom hat. Habe ich auch gelernt, ist nicht unbedingt der Anspruch an jeden Gewerberaum, den man so in Berlin findet. Haben Sie Strom? Ist jetzt eine der Standardfragen, die ich stelle. Es ist witzig, wie oft ich, was das angeht, so Angstmomente habe und denke, oh Gott, scheiße, wie soll mir das machen? Ich weiß nicht, wo ich anfangen muss. Und wie mehr man immer mehr, wenn man sich den Momenten stellt und sagt, ich mache das trotzdem. Ich habe keinen Plan, wie es geht, aber ich stelle einfach die dummen Fragen. Und es ist eben auch, finde ich, eine Überwindung als Frau. Moment. Bestimmte Fragen zu stellen, weil man sich vorkommt, als wenn man dumm ist und das auch oft so gespiegelt bekommt von den Herren der Schöpfung, die einem dann gegenüberstehen, dann auch teilweise so ein bisschen herablassend lachen. Naja, das sollte Ihnen aber klar sein, wo ich denke, nee, woher dann? Ich habe es noch nie gemacht. Und es ist für mich eine riesen Überwindung, dann nicht anzufangen, so zu tun, als wenn ich es total weiß und eigentlich frage ich nur so nebenbei oder eben gar nicht zu fragen, weil ich mich nicht traue, sondern wirklich zu sagen, nee, ich weiß es nicht. Du bist der Experte, ich frage dich jetzt, weil du es weißt. Egal wie die Reaktion ist. Einfach, weil ich die Informationen brauche, um zu wachsen, um das eben später nicht mehr fragen zu müssen. Und ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, wenn ich jemals in der Position bin, dass jemand anders in 1000 Jahren sagt, ey Ella, sag mal, wie hast du das gemacht oder was willst du da machen, werde ich niemals eine Frage irgendwie von oben herab beantworten. Ja, lange Rede, kurzer. Ich bin sehr gespannt, ob wir das jetzt alles so hinkriegen und ob das alles klappt, was da noch so ansteht. Ich habe hier so eine Powerlocke. Muss ich mich leider mal drum kümmern. Ich werde mir jetzt mal meinen Pony füllen und dann geht's ans Einkaufen und Wohnung in Schuss kriegen, damit mein Schätzekind bald wiederkommen kann und sich wohlfühlt. So ist der Plan. Los geht's. So, Freunde, ich habe einen gekauft. Das ist die erste Tüte und ich dachte, weil so viele immer wieder danach fragen, zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Ich weiß nicht, ob euch das was bringt. Ich habe, wie immer, wenn es um Essen geht, Sorge, dass ich irgendjemand auf die Füße trete oder jemand sich getriggert fühlt durch irgendwas. Ich bin nicht perfekt. Ich versuche, gute Entscheidungen zu treffen, habe aber eben auch nur ein begrenztes Budget, was Essen angeht. Da passe ich ein bisschen auf, dass ich da jetzt nicht übermäßig viel Geld ausgebe. Deswegen kaufe ich manchmal günstige tierische Produkte und manchmal die Alternativen. Also los geht's mit etwas, was ich mir ab und zu mal gönne. Auch das vertrage ich eigentlich nicht so richtig, aber ich habe es trotzdem im Kühlschrank, falls es mich mal schüttelt und ich richtig Bock drauf habe. Denn ich versuche ab und zu eine Ausnahme zu machen mit Dingen, die ich normalerweise nicht vertrage, einfach um meinem Magen nicht beizubringen, dass er das nun gar nicht mehr verdauen kann. Wenn ihr dazu euch mal informieren wollt, da habe ich einen Kaffeeklatsch gemacht mit ja, Sophie, glaube ich, hieß sie, die wahnsinnig viel gute Sachen dazu gesagt hat. Deswegen gibt es ab und zu sowas auch in meinem Tiefkühler. Einfach, wenn ich abends müde bin und Bock auf sowas habe, dann, ja, gibt es eine Pizza. Dann habe ich immer Koriander da, weil ich Koriander liebe. Ich habe mir auch wieder Schnittblumen gekauft, frische Fräsien. Brokkoli ist ein All-Time-Stable, habe ich immer. Ich habe auch unten noch einen dritten Brokkoli, weil der im Angebot war. Dann habe ich hier Blattspinat, ist super für Smoothies, für Salate, was immer ich koche. Ich habe unten immer so ein bisschen eine Schicht Blattspinat da, Avocado, Zucchini, daraus mache ich Zucchini-Nudeln oder Zucchini-Ravioli. Dann habe ich grünen Spargel im Angebot gekriegt, Pilze. Dann habe ich hier, weil ich für meinen Nachbarn was kochen will, weil der mir neulich den Hintern gerettet hat, ein bisschen Schafskäse und Käse. Ich habe hier dunkle Schokolade und Kaugummi, diese Leibniz-Kekse, die liebt er sehr. Dann habe ich Acai-Püree, auch das, ab und zu gönne ich mir das. Es sind 2 Packungen drin und ich schüttel die immer, dass ich dann sozusagen 4 Portionen daraus kriege. Das hier ist eine mega, mega geile Streichcreme von Rewe. Paprika, Aubergine, Zucchini, Tomate, wahnsinnig lecker. Kaufe ich immer wieder nach und esse ich sehr schnell auf. Dann habe ich mir Reibekäse von Simply V besorgt und Gartenkräuter von Simply V, um meine Zucchini-Ravioli zu machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Dann Vanillezucker, Backpulver, eine Gurke und das musste sein. Die finde ich sehr, sehr lecker. Ab und zu muss ich mir die mal gönnen. Dann habe ich hier einen neuen Voltblock, Wahnsinn, für mein Mikro. Und meine
Pflanzenmargarine, genau. Achso, und hier in der Mitte, da bin ich jetzt drüber weggegangen, wahrscheinlich, weil ich weiß, dass das Kommentare auslösen wird. Lachs und Garnelen für meine Bowls, genau. Und da kaufe ich manchmal die teure Variante von und manchmal eben die günstige, je nachdem, wie das Budget aussieht. So, zweite Riegel, das ist im Grunde jetzt alles. Ich habe jetzt hier noch Getränke und Sachen, die ich im DM gekauft habe. Meine liebste Bodylotion, eine Sonnenschutzcreme, die mir oft empfohlen wurde von euch. Dinkelmehl, das ist das einzige Mehl, was ich zu Hause habe gemahlen, weil ich einfach nur noch mit Dinkelmehl backe. Dann meine liebste Schoki, Zartbitterpralinen. Für Wimmy Heidelbeeren liebt er. Warte mal, jetzt muss ich kurz wieder überlegen. Sind das Heidelbeeren oder sind das Blaubeeren? Ich weiß mal den Unterschied nicht. Ich glaube, das sind jetzt Heidelbeeren. Dann Frühlingszwiebeln für die Bowls, dann Bananen, eine Dose Tomaten weich aus. Dann habe ich hier 1 Million Quetschies. Bevor jetzt hier jemand kommt mit Nachhaltigkeitsgedanken, mir ist klar, dass das scheiße viel Müll ist. Aber für mich, ich bin so viel unterwegs im Wald und spazieren und auf Feldern und so weiter. Wir brauchen da irgendeinen Snack, den ich in die Tasche packen kann und der offensichtlich dann auch eher in die gesündere Richtung geht. Und deswegen greife ich immer wieder danach. Das hält uns aber auch eine Weile. Dann habe ich einen ganzen großen Sack Äpfel gekauft, weil wir mir gerne Apfelmus isst. Ich mache das gerne selbst, weil es wahnsinnig schnell geht. Aber wenn ich nicht dazu komme, habe ich auch immer welches da. Dann nehme ich am liebsten das hier von DM mit Banane oder mit Mango. Liebt er beides. Dann habe ich hier meine liebste Gemüsebrühe, auch von DM. Dann Apfel-Reiswaffeln, die finde ich auch sehr. Und dann hier meine Guilty Pleasures. Honesty, ich liebe diese Variante Pfirsich-Rosmarin. Dann diese Variante vom Charity mit, ich glaube, das ist Passionsfrucht. Dann Lemonade mit Limette. Mein liebsten Wein, den Solas, gibt's im Rewe, liebe ich sehr. Kauft den nicht auf, bitte. Dann habe ich 2 Flaschen Kombucha, wie auch immer man das ausspricht. Dann eine Ansammlung an meinen liebsten Milchsorten. Das ist für Wimmy liebter. So langsam geht aber die Obsession damit zurück. Das heißt, ich kann immer öfter ihm jetzt Smoothies machen und die trinkt er dann tatsächlich lieber. Oder den Happy Berry von Inner Nature. Dann die Barista-Version von Oatly und Mandeldrink. Ich habe am liebsten eigentlich die Fly-Milch, aber die war ausverkauft. Habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich bei DM noch einen Badezusatz mitgenommen. Ich kaufe immer die großen Packungen, damit ich einfach nicht so viele kleine Tüten habe. Für Wimmy nochmal Reiswaffeln mit Sesam und Gesalzen, so ein bisschen was Herzhaftes. Dann diese geile Streichcreme mit Gartenkräutern. Die ist vegan von DM. Liebe ich total. Ist super lecker auf Brot. Dann glutenfreie Haferflocken. Habe ich lange nicht verstanden, warum Haferflocken glutenfrei sein müssen. Die sind ja so schon natürlich glutenfrei. Aber es kommt darauf an, wie die geerntet werden. Und wenn man da empfindlich drauf reagiert auf Gluten, dann ist das die bessere Variante. Deswegen das. Dann habe ich meinen liebsten Concealer aktuell mitgenommen, den Camouflage von Catrice. Jetzt habe ich eine andere Farbe, der 15 Honey, weil ich mit gebräunter Haut tatsächlich ein bisschen dunkler brauche. Dann habe ich 2 Gesichtsmasken. Ich habe teilweise echt Probleme mit unreiner Haut um den Mund rum durch die Maske immer. Deswegen benutze ich ab und zu mal sowas. Und natürlich 500.000 Kilo Dinkel, weil ich so gerne damit backe und mir das klein male und dann daraus Brot mache. Das ist der Shit, Freunde. So, ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ein WC-Stand habe ich noch gekauft. Eier fehlen mir theoretisch. Die wären jetzt normalerweise auch dabei, aber es gab meine Eisorte nicht mehr. Ich kaufe immer nur die Bio-Eier von Spitz und Bube oder Alnatura oder so, wo ich im Grunde Bio und Freiland und alles mit drin habe und eben kein Bruderküken töten. Gab's nicht, deswegen gibt's erstmal keine Eier. So. So, ich weiß, dass ich garantiert Kommentare kassieren werde für die Dinge, die ich kaufe, die es bei uns zu essen gibt. Und ich habe deswegen auch lange gar nicht geteilt, was ich so koche, wie ich esse, weil ich einfach, ja, niemandem auf die Füße treten will, wenn jemand vegan lebt oder plastikfrei oder überhaupt grundsätzlich jemand, der perfekter lebt als ich, ist das vollkommen okay, aber das ist eben mein Weg. Und ich weiß, dass bestimmte Sachen, die ich kaufe, bestimmte Marken, die ich unterstütze, vielleicht nicht die allerbesten sind, aber so ist es. Ein Schritt nach dem anderen, würde ich sagen. Und ich dachte, ich teile das einfach mit euch, weil ich glaube, das ist irgendwie, es fehlt. Ich sehe immer nur Leute, die sich gar nicht drum scheren. Nachhaltigkeit, vegane Entscheidungen, Alternativen und so weiter. Und Leute, die das richtig krass durchziehen. Ich sehe wenig Leute in der Mitte und ich dachte, vielleicht ist das ganz inspirierend, auch für jemanden, der jetzt nicht vegan lebt, einfach mal zu gucken, ob er nicht meine Alternative ausprobieren will. Einfach mal gucken will, wie ich so ein bisschen seinen Weg reinfinde. Man muss ja nicht, finde ich, alles von 0 auf 100 umstellen, aber selbst ich, die so viele Intoleranzen hat, hat Stück für Stück in kleinen Schritten und ohne Stress einfach Sachen gefunden, die ich essen kann, statt den tierischen Produkten. Manches ist dann noch mehr in Plastik verpackt, aber
man ist eben nicht perfekt. Von daher, ja, werde ich das jetzt mal wegräumen und erstmal ein Brot backen, denn ich bin komplett brotfrei momentan. Ich habe gar kein Brot mehr zu Hause. Und ja, mich dann wieder hier ein. Jetzt hast du ja mal sehr großen Pebbles Korall. Aber darf ich mal? Okay. Was mache ich denn? Tschüss! Ich habe mich minimal verarscht. Oh, warte. Zwang. So. Besser. Hast du da was in der Brille? Hast du da ein Katzenhaar auf der Brille? Was? Oder ist das ein Kratzer? Entschuldige. Hast du da eine Pupille im Auge? Hat sie jetzt gerade wirklich. Ja, er hat sich wirklich an ihrem Augapfel rumgepult. Sehr lieb gemeint, aber der soll schon drin bleiben. Was mache ich da? Du atmest. Das heißt, so sieht es unbedingt, ja. Augenblick, so geht's besser. Oh mein Gott. Wir sind in dem Alter, wo Pupsen so anstrengend ist, wo wir auch die Arschbacke so ein bisschen anheben müssen. Moment, Schwerkraftproblem. Du meinst immer. Oh, das war ein leiser. Gefährlich. Sie sehen mir beide ein bisschen aus, wenn wir Seelen essen. Nee, so ganz natürlich. So, also wir posen ja nicht für unsere Fotos. Nein. Auch da aua, war aua. Hella, hast du es bald? Achso, ich habe es knacken gehört und dachte, ist nee, das auch eine Schauspielerei? Oder nee. Wie siehst du aus, wenn es stinkt? Ich kipp gleich um. Genau. Aber das Foto schon. Riecht aber sehr unangenehm. Nicht mehr so schön. Was gab's gestern? Cool. Da wehst du innerlich. Soll ich einen Arzt rufen? Das ist, glaube ich, die schlimmste Reaktion auf den Pups, die man haben kann. Soll ich einen Arzt rufen? Soll ich einen Arzt rufen? Wenn wir nicht versuchen, natürlich in die Kamera zu gucken und einfach blind, genau. Dann machen sie mir richtig gut aus. Na, wenn man so viel spricht dann. Was wir ja selten tun. So wie da? Ja, wir reden ja nie eigentlich. Nee. Gott sei Dank. Nee, deshalb dachten wir uns auch, Podcast ist genau das Richtige. Ein Schweigepodcast. Ja. Ich habe schon, komm, mir kannst du schon da voll was reinschoppen. Reinfotoshoppen. Ja, und ich habe irgendwie einen Stock im Arsch, oder was? Was mach ich, was? Ich habe irgendwas gesagt und habe Schiss, dass du sauer bist und du bist offensichtlich auch sauer. Nein, machen wir das Nächste. Was machen wir? Was machen wir? Riechen wir an uns? Ich riech schlimmer als du, komm. Ich sitze da wie so ein Bauarbeiter. Nee. Also lass so eine Eier ab. Entschuldigung, soll ich dir mal kurz dein Posting zeigen? Dein Post zum, man hat mir eingeredet, das? Ja, das ist so meine Meinung jetzt. Meine Meinung. Ich darf auch eine eigene Meinung haben, oder? Warte, lass mich kurz. Nein. Darf ich darüber nachdenken? Ja. Ich möchte das nicht. Findest du? Komm. Also zurückgelegt, du sitzt im Schneidersitz da, lachst und lehnst dich an. Nee. Oh, hab ich den Finger gebrochen? Scheiße. Dass wir jetzt schon so lange miteinander überlebt haben. Das finde ich auch echt gut. Ja. Oh,
I set out on a road that I built with my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I walked onto passers' greed. Saw forgiveness together as phases in between. Places I've never been. But you can walk through this world without a few punches upon your chin. I think I lost you somewhere between 20 and 23. But I still hold you dear despite the heartbreak you caused in me. Cause you were with me my nights, and you fill the darkness with shining lights, yeah. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the others, no reason to be. Late it is far in our lungs, so it's too hard to breathe. Of you now, though my memory's turning bleak. I'm still walking this road, though my knees they are ever so weak. I never thanked you for putting your faith on a bum like me.